selbst dran schuld. Echt jetzt? Das kann doch so nicht weitergehen, oder? Lange höre ich mir das nicht mehr an. So kann das wirklich nicht enden. Einfach abgehauen ist der Hurensohn. Ich will damit nichts zu tun haben. Sieh an. Der nächste Frischling in Goliath. Hast wohl wie die anderen die Schnauze voll, wie? Was führt dich her? Gehört dir die Taverne? Ganz richtig. Möchtest du etwas trinken? Gib mir was zu trinken. Was willst du haben? Nicht einen Splitter ehrlich verdient. Erklär mir ein paar Dinge. Was erzählt man sich hier über die Truppenbewegung der Alps? Nun, es heißt, dass sie vor ein paar Tagen sehr aktiv gewesen sind. Der Elexitor Kallax hatte wohl ein gewisses Interesse an der alten Observierungsstation, da oben im Westen. Kallax, sagst du? Weiß man, wo er gerade ist? Naja, es heißt, er sei wieder in den Norden gezogen und hat seine ganze Truppe mitgenommen. Seitdem ist er nicht mehr aufgetaucht. Wie weit reichen deine Informationen über den Norden? Kaum weiter als in die ersten Grenzgebiete vom Hochland Abessa da oben. Wir Berserker sind gut beraten, wenn wir uns nicht zu weit bis ins Eisland vorwagen, wenn du mich fragst. Kaum jemand, der den Eispalast der Alps je gesehen hat, ist lebend von dort zurückgekehrt. Du kennst jemanden, der schon bis zum Eispalast der Alps vorgedrungen ist? Du solltest dich besser nicht für solche gefährlichen Dinge interessieren. Ich denke, es ist besser für unser beider Gesundheit, wenn wir jetzt das Thema wechseln, okay? Edan ist anders als der Rest der Welt. Du sprichst ein Thema an, das mich mit Stolz erfüllt. Ich selber habe die Landesgrenze zwar nie verlassen, aber es muss schlimm da draußen aussehen. Wir aber konnten mit Hilfe unserer Weltenherzen den Boden wieder fruchtbar machen. Was du in Edan siehst, ist das Ergebnis jahrzehntelanger harter Arbeit. Selbst einige Pfade mussten wir von Hand anlegen. Kein Vergleich zu der Zeit, als der Meteor einschlug. Zumindest erzählt man sich das. Die Geschichte der Berserker interessiert mich. Unsere Geschichte? Tja, ich habe nicht genügend Bierintus, um dir alles aufs Brot zu schmieren. Was du wissen solltest, ist, dass die Gründer unserer Gemeinschaft einfache Leute waren. Leute, die wussten, dass man in die Hände spucken muss, um zu überleben. Maschinen hatten sie nicht. Und diese Erkenntnis zieht sich bis heute durch. So, ich kriege schon einen trockenen Hals vom Quatschen. Wenn du mehr wissen willst, sieh dich nach ein paar Büchern um. Außer du kannst nicht lesen, aber das ist dann nicht mehr mein Problem. Eure Rüstungen sind sonderbar. Sie mögen altbacken wirken, aber das täuscht. Mit Hilfe unserer Magie ist es uns sogar möglich, eine Vielzahl von Projektilen abzuwehren, die normales Holz einfach so durchschlagen würden. Und gerade hier in Edan ist unsere Kleidung weitaus praktischer als die Metallschürzen anderer Gruppierungen. Wie das? Edan ist im Gegensatz zur Wüste oder den weiten Xarkors sehr bewaldet. Wenn du also auf der Jagd bist, ist es gut, wenn du mit deiner Umwelt verschmilzt. Zu viel Metall ist einfach zu auffällig und schreckt die Tiere auf.
Und wenn es nicht um die Jagd geht? Du meinst im Kampf? Da schützt sie genauso gut wie die anderen Rüstungen. Was du hier siehst, ist nicht nur einfacher Stoff und Leder. Unsere Rüstungen sind durchzogen mit der Macht des Manas. Solange wir Mana haben, sind wir geschützt. Kennst du einen Berserker namens Alva? Ja. Der Arsch hat hier vor ein paar Tagen die halbe Taverne mit seinem Kumpel Argo auseinandergenommen. Nebelcreme-Pack. Die zwei haben sich so hart besoffen, wie ich es schon lange nicht mehr gesehen habe. Ich habe Alva seitdem nicht mehr gesehen. Wenn du ihn findest, sag ihm, dass er sich hier nie mehr blicken lassen soll. Weißt du, wo er sein könnte? Nein. Und ich will es auch nicht wissen. Aber vielleicht fragst du mal seinen Saufkumpan Argor. Er ist die Wache, die auf den Schrott im Schlund aufpasst. Er steht dort mit Sicherheit irgendwo herum. Sei lieber still. Früher oder später musste das ja passieren. Einige Dinge bleiben besser im Dunkeln verborgen. Du bist doch der Kerl, der über die Technik wacht. Das bin ich. Und wenn mich nicht alles täuscht, gehörst du den Jägern an. Genau. Du hast also draußen etwas gefunden, was du jetzt bei mir abgeben möchtest. Verstehe. Nein, nein, im Gegenteil. Mir kam eine richtig gute Idee. Du hast doch sicher diese Energiewaffen. Wenn wir unsere Äxte dagegen austauschen, dann... Ah ja, ich sehe schon, worauf du hinaus willst. Aber hier ist nicht der richtige Ort, das zu besprechen. Triff mich in ein paar Stunden in der Taverne. Endlich jemand mit Vernunft. Bis nachher. Die Zeche geht auf mich. Heute ist mein Tag. Weißt du, da musst du dich durch die halbe Stadt quatschen und endlich schenkt man dir Gehör. Und was genau wolltest du? Das wirst du schon bald merken. Endlich können wir unsere Äxte an den Nagel hängen. Wurde auch Zeit, dass wir uns aus diesen Rüstungen schälen. Nicht mehr lange und wir machen den Alps Feuer unterm Hintern. Ich trink mir darauf jetzt ein paar Krüge. Hier, gönn dir auch ein oder zwei. Wir reden später weiter. Hey, was hast du da? Wovon redest du? Dein Arm beherbergt Technik. Woher hast du die? Gibt es ein Problem? Ja. Ein Problem, das ich gerne vermeiden möchte. Ich habe den Vorsitz über die Werker und bin Mitglied des Eisenclans. Und als solches sage ich dir, dass wir fremde Technik nicht dulden. Und was erwartest du jetzt von mir? Naja, ist wohl fest mit deinem Arm verbunden. Abschlagen möchte ich ihn natürlich auch nicht. Aber gut. Ich wollte dir nur vermitteln, dass Technik wieder dem Gesetz ist. Über dein Gerät will ich nun für den Anfang hinwegsehen. Angrim sagte mir, hier soll eine Elex-Waffe liegen. Richtig. Was willst du damit? Er will, dass ich sie ihm bringe. Ah, ich verstehe. Ist das überhaupt erlaubt? Alle Achtung. Du stellst die richtigen Fragen. Angrims Aufgabe war ein Test. Und nein, es ist nicht erlaubt. Denn Technik hat einzig und allein hier beim Schlund ihren Platz. Und was habe ich jetzt davon? Zunächst einmal hast du uns bewiesen, dass du vertrauenswürdig bist. Aber ich schätze, du redest von Elexit. Wenn du willst,
Schau bei Angrim vorbei. Ich denke, für das Einhalten unserer Gesetze wird er dich gerecht entlohnen. Erzähl mir mehr über die Werke. Nun, unsere Gemeinschaft hat zwar der Technik abgeschworen, dennoch geht es nicht ganz ohne sie. So benötigen wir zum Beispiel das Elex, das in technischen Apparaturen steckt. Dieses extrahieren wir und der unbrauchbare Rest wird in den Schlund geworfen. Ebenso wie die Alps. Sie extrahieren es auch. Willst du uns mit diesen menschenverachtenden Bestien vergleichen? Sie werfen Menschen und Material in ihre Konverter, um an das Elex zu kommen. Das ist ein großer Unterschied. Aber wenn du mehr über Elex wissen willst, geh in den oberen Ring. Bei den Heilern findet sich sicher jemand, der dir mehr darüber sagen kann. Ihr braucht also Maschinenteile. Richtig. Denn natürliches Elex ist seltener in Edan als anderswo. Da du dich frei bewegen darfst, hätte ich sogar eine Aufgabe für dich. Ich höre. Dir ist sicher schon dieses Monstrum aus Metall am Horizont aufgefallen. Du redest vom Konverter? Ja. Die Alps mussten ihn aufgeben. Ich brauche dort einen Mann, der sich nach entsprechenden Stücken umsieht, aus denen wir Elex gewinnen können. Natürlich ist die Aufgabe nicht ganz ungefährlich. Selbst wenn die Alps dort den Kampf gegen uns verloren haben, ist die Gegend mit Vorsicht zu genießen. Du willst etwas haben, das den Alps gehörte? Ich würde gern darauf verzichten, aber wir brauchen das Elex. Denn ohne Elex gibt es kein Mana. Aber wir brauchen das Mana für unsere Weltenherzen. Das ist der einzige Grund, warum wir überhaupt etwas von den Alps anrühren. Warum auf Technik verzichten? Das ist rückständig. Du denkst also, unser Leben hier ist rückständig. Dann lass mich dich vom Gegenteil überzeugen. Soweit wir wissen, sind in nahezu allen modernen Apparaturen größere Ansammlungen von Elex enthalten. Natürlich findest du es auch sonst überall. Aber der Elex-Anteil ist in eben diesen Gegenständen beachtlich. Das Elex selbst ist mit Vorsicht zu genießen. Aber wenn es den Transformationsprozess durchlaufen hat, ist es uns möglich, mächtige Magie damit zu wirken. Und wer über diese Macht verfügt, braucht keine Technik. Das könnt ihr auch schneller haben. Spart euch die Transformation. Wie einfältig muss man sein, überhaupt daran zu denken? Weißt du nicht, was Elex aus einem macht? Es macht dich stark. Ja, aber zu welchem Preis? Wer sich zu lange dem Elex aussetzt, verliert alle Emotionen und denkt und handelt wie eine Maschine. Darum morden die Alps kaltblütig und geben nichts auf die Menschheit. Also, machen wir das einzig Richtige. Wir wandeln das Elex um. Und ziehen ein Leben vor, das frei von seinem Einfluss ist. Also ist eure Art zu leben als Schutz vor dem Elex zu verstehen. Jetzt hast du es verstanden. Was ist mit dem Elex, das in Elexit enthalten ist? Du meinst, warum wir es nicht daraus extrahieren? Exakt. Nun, die Elex-Konzentration ist zu gering, als dass der Aufwand den Ertrag rechtfertigen würde. Und mir ist kein Verfahren bekannt, wie wir an den Rohstoff gelangen könnten, ohne uns daran die Zähne auszubeißen. Also nutzen wir es wie alle anderen als Zahlungsmittel. Macht Sinn.
nicht wahr? Auch wir können uns davor nicht verschließen. Was man sich nicht erkämpfen kann, kann man sich vielleicht erkaufen. Ich sehe mich beim Konverter nach Maschinenteilen um. Gut. Kehre nicht mit leeren Händen zurück. Und lass dir nicht zu viel Zeit. Es steht zu viel auf dem Spiel, als dass wir das Elex unseren Gegnern überlassen können. Technik. Wir können darauf verzichten. Dich habe ich hier noch nie gesehen. Bist du für oder gegen die Gesetze? Gesetze? Du kennst unsere Gesetze nicht? Interessant. Wieso fragst du mich nach den Gesetzen? Naja, du gehörst nicht zu uns. Und da wundert es mich nicht, dass du unsere Gesetze nicht kennst. Pass auf, ich muss dich um einen Gefallen bitten. Du als Außenstehender kannst mir da hoffentlich weiterhelfen. Wobei soll ich dir helfen? Ich glaube, ich habe von hier oben jemanden unterhalb des Schlundes gesehen. Sah aus wie einer dieser verdammten Outlaws. Wenn es wirklich einer ist, dann muss er verschwinden. Sollen sich doch die Wachen darum kümmern. Ach, die glauben mir nicht. Sagen, ich hätte Hirngespinste. Hast du ein Problem mit Outlaws? Natürlich. Diese Bastarde wollen doch nichts anderes, als sich selbst zu bereichern. Anarchisten ohne Anstand und ohne Sinn für das Gesetz. Mehr sind sie nicht. Warum kümmerst du dich nicht selbst um ihn? Ich kann nicht. Ich darf hier nicht weg. Angrim hat mich sowieso schon im Blick. Wenn er sieht, wie ich mich nachts mit einem Outlaw vor der Stadt treffe, dann bin ich tot oder werde in den Wald verbannt, was ungefähr das Gleiche bedeutet. Was genau soll ich machen? Töte ihn. Am besten aus der Ferne. Ich bin mir sicher, dass er etwas im Schilde führt. Wer bist du? Mein Name ist Ornir. Ich gehöre zu den Werkern hier. Wir zerlegen Schrott, extrahieren das Elex aus den Maschinen und schmeißen den Rest dann in den Schlund. Wir sind die Einzigen hier, die sich wirklich mit diesem verfluchten Zeug auseinandersetzen müssen. Hätte der Scheißmeteor doch niemals das Elex mitgebracht. Es gäbe keinen Krieg, wir hätten nichts, worum wir kämpfen müssten. Und so etwas wie emotionslose Menschen wäre niemals entstanden. Naja, es ist müßig, darüber nachzudenken. Die Vergangenheit lässt sich nicht ändern. Ich kümmere mich um den Outlaw. Sehr gut. Ich hatte gehofft, dass du das sagen würdest. Ich habe ihn direkt unterhalb des Schlundes, dort, wo wir unseren ganzen Metallschrott hinschmeißen, gesehen.
da was? Willst du etwas Bestimmtes? Ich hab gehört, er wurde bestohlen. Mit der Alten hat man nur Ärger. Da bin ich mir sicher. Er liegt den ganzen Tag im Dreck herum. Oh, früher war alles besser. Bist du dir da wirklich sicher? Ich hab gehört, er wurde bestohlen. Ich nehme das gar nicht ernst. Eine neue Zeit bricht an, mein Freund. Verlass dich drauf. So kann das wirklich nicht enden. Er hätte das nicht tun dürfen. Einfach abgehauen ist der Hurensohn. Suchst du was? Willst du etwas Bestimmtes? Wie sieht's aus, Flüchtling? Du findest dich offensichtlich schon gut zurecht. Brauchst du meine Hilfe? Was hast du anzubieten? Wir können voneinander profitieren. Ich habe einen ziemlich miesen Auftrag von Warlord Ragnar erhalten. Ein Mord ist hier geschehen und mir hat Ragnar aufgebrummt, den Mörder zu finden. Und du willst, dass ich dir bei deiner Mördersuche helfe? Eine Hand wäscht die andere. Wer wurde ermordet? Sein Name war Askor. Er war ein Berserker. 3 Monate lang wurde er vermisst, bis Warlord Ragnar ihn im tiefen Wald vor Goliath fand. Vor etwa einer Woche war Ragnar auf einem seiner Kontrollgänge. Da sah er Askors Leiche, niedergestreckt mit einem Schwert. Kein schöner Anblick. Hast du schon einen Verdacht? Warlord Ragnar vermutet, dass es einer aus Goliath war. Und wenn das so ist, dann muss es jemand sein, der sich außerhalb der Stadt gut auskennt. Für Ragnar kommen da nur 5 Kandidaten in Frage. Er schrieb sie mir auf eine Liste.
Keine Ahnung, warum gerade diese fünf. Ragnar wird seine Gründe dafür haben. Warum willst du unbedingt meine Hilfe? Du bist für sie ein Fremder. Dir werden sie zuhören. Was ist das denn für eine Logik? In Goliath traut im Moment niemand dem anderen. Darum fürchte ich, werden sie erst gar nicht mit mir reden. Du bist jemand von draußen. Ein neutraler Beobachter, wenn man so will. Dir werden sie die Wahrheit sagen. Ist das der Grund, warum du mir bei der Observierungsstation in den Bergen geholfen hast? Weil du ohne mich diesen Fall nie gelöst bekommst. Kann schon sein. Wie steht es um deine Kampfkraft? Ich bin bereit. Wie steht es um deine Kampfkraft? Ich bin bereit. Ich finde den Mörder. Das hört sich sehr zuversichtlich an. Dann kann ja nichts mehr schiefgehen. Pass auf, wir machen das so. Du wirst mit den Verdächtigen sprechen. Ich halte mich im Hintergrund. Du kommst nicht mit? Ich kann hier gerade nicht weg. Die erste Befragung wirst du alleine machen müssen. Aber dann gehört mein Schwert ganz dir. Wie sieht deine Strategie aus? Nun, zuerst müsste man sie fragen, wo sie zur Tatzeit waren. Und dann? Keine Ahnung. Ich lass mir was einfallen. Da habe ich keinen Zweifel. Wer sind die Verdächtigen? Der erste auf der Liste ist Barin. Ein ziemlich fauler Drückeberger. Solange ihn keiner treibt, verbringt er seine Zeit am liebsten mit Faulenzen im Wald. Der zweite ist Torgal, ein Bär von einem Mann. Er hält sich meist im Land Abessa auf. Geron hat sich erst kürzlich von uns abgewendet und macht sein eigenes Ding draußen im Wald. Sehr verdächtig, wenn du mich fragst. Zuletzt sind da noch Irdor und Rock. Der eine ein Neuzugang, der andere noch nicht ganz trocken hinter den Ohren. Sie sind allesamt immer viel unterwegs. Es wird nicht leicht, sie zu finden. Wie steht es um deine Kampfkraft? Ich bin bereit. Technik. Pfa! Thank you.
Technik. Pfah! Als Tagebuch. Mal sehen. Hier steht etwas Interessantes. Es geht ihm immer schlechter. Die Krankheit, wenn es denn eine ist, frisst ihn langsam auf. Ich habe heute eine alte Krypta entdeckt. Sie wäre ein gutes Versteck für ihn. Morgen werde ich ihn dorthin bringen. Ich hoffe, uns sieht keiner. Hier endet der Tagebucheintrag. Er hat also eine Krypta entdeckt. Ich habe alle Informationen, die ich brauche. Ich sollte Karl Drimm aufsuchen.
Hallo. Wenn du dich ausruhen willst, such dir einen freien Platz und erhole dich. Und wenn du Hunger hast, finden wir sicher auch noch etwas Essbares. Danke. Für Fremde mag es immer den Anschein haben, wir würden nur nach dem Gesetz leben. Aber wir haben auch ein Herz für alle Gestrandeten, die bereit sind, ihrem alten Leben abzuschwören. Ich versuche stets durch meine Offenherzigkeit, Neuankömmlinge von unserer Sache zu überzeugen. Viele wissen es anfänglich nicht zu schätzen und haben Schwierigkeiten, sich in unsere Gemeinschaft zu integrieren. Aber ich denke, das gibt sich mit der Zeit. Wer außerhalb unserer Mauern aufwächst, wird zwangsläufig durch allerhand Gefahren abgehärtet. Da ist es mehr als verständlich, dass zwischenmenschliche Dinge auf der Strecke bleiben. Was ist das hier für ein Ort? Ein seltsames Relikt aus der alten Welt, nicht wahr? Ich nehme an, wer immer hier gelebt hat, war auf der Suche nach Erholung. Wenn du willst, geh auf eine der höher gelegenen Plattformen und lass die Aussicht auf dich wirken. Dann bekommst du eine vage Vorstellung, wie schön es früher hier gewesen sein muss. Warum baut ihr dann diese Hütten? Mein Mann ist sehr eigen und braucht seinen Platz. Unter uns, er teilt nicht gerne. Darum lässt er auch nicht jeden unserer Leute hier Quartier beziehen. Das ist wahrscheinlich auch besser so, denn nicht jeder Raum ist vertrauenserweckend. Davon abgesehen gibt es nicht wenige, die sich dem Holz stark verbunden fühlen. Seit wann gehörst du den Berserkern an? Ich bin hier geboren und kann mir keinen besseren Platz vorstellen. Wenn du das sagst. Wir haben unser Leben auf das Essentielle ausgerichtet. Nichts von dem, was du denkst zu brauchen, brauchst du wirklich. Ich könnte mich an das Leben hier gewöhnen. Ich würde es dir wünschen. Nimm mich zum Beispiel. Ich habe hier nicht nur eine Aufgabe, sondern auch meinen Mann gefunden. Und was braucht der Mensch mehr als eine Aufgabe und jemanden, der einem nahesteht? Hast du Goliath nie verlassen? Natürlich. Glaubst du, ich stehe nur am Herd, um den Männern was zu kochen? So war das nicht gemeint. Gut. Denn ich mag es gar nicht, wenn man mir diese Rolle andichtet. Nur als ich Ragnar einmal gezwungen habe, für uns zu kochen, da musste ich eine Woche lang... Kommen wir lieber auf deine Frage zurück. Ich sehe mich ab und an auf unseren Feldern um. Kämpfen kann ich zwar auch, aber ich muss es ja nicht darauf ankommen lassen. Mein Platz ist an Ragnars Seite. Wie hältst du es mit Ragnar aus? Du meinst, weil er sich wie die Axt im Walde benimmt? Ja. Das ist doch alles nur Fassade. Einem schwachen Herrscher folgt niemand. Und mir gegenüber benimmt er sich ganz anders. Aber das sind Dinge, die dich eigentlich nichts angehen. Ich suche Arbeit. Oh, du hast meine kleine Rede wohl zum Anstoß genommen, dich nützlich zu machen. Gut, dann lass mal sehen. Ich für meinen Teil kümmere mich um den Zusammenhalt innerhalb der Stadt. Auch wenn ich Angrim oftmals nicht zustimme, was seinen Gesetzeseifer angeht, muss ich ihm in einer Sache recht geben. Fremde Dinge bringen Ärger mit sich. Und den möchte ich hier vermeiden. Es gibt also Ärger. Wie man es nimmt. Wir müssen uns mit allerlei Problemen rumschlagen. Darum bin ich froh, wenn wir neuen Ärger vermeiden könnten. Aber lass mich zum Punkt kommen. Unsere Jäger haben mir berichtet, dass ein paar Kleriker vor kurzem von ein paar Mutanten überfallen wurden. An und für sich kann uns das natürlich egal sein, denn sie haben in Edan nichts zu suchen. Aber ihre Waffen liegen noch in der Nähe. Und in falschen Händen können sie großen Schaden anrichten. Ich will, dass sie gefunden und zum Werker Jora gebracht werden. Nur unsere Werker verstehen es, diese Gerätschaften unschädlich zu machen. Warum haben die Jäger die Waffen der Kleriker nicht gleich mitgenommen? Sie wussten es nicht besser. Durch unser Gesetz sind einige so verunsichert, dass sie keinen Finger an etwas legen, das ihnen fremd ist. Dabei hätten sie die Waffen nur zum Schlund bringen müssen. Ich habe die Waffen sichergestellt. Dann zögere nicht und bringe sie zu Jora. Ich möchte nicht, dass sie in Umlauf geraten.
Das lässt du besser bleiben.